Spargel, meist weiß, aber auch in grün, gehört mit zum beliebtesten Gemüse der Deutschen. Kulinarisch lässt er sich vielfältig zubereiten. Bei Birgit Heimanns gibt's heute Löwenicher Tapas. Wir haben gekochten Schinken, wir haben rohe Schinken und dann zeige ich jetzt mal, was wir damit machen. Wir schmieren die Remouladensoße auf den gekochten Schinken. So. Legen wir das beide an die Seite. Dann schneiden wir einmal die gekochte Scheibe schneiden wir durch. Dann nehmen wir zweimal weiß und zweimal grünen Spargel, rollen das Ganze ein. Dann nehmen wir einen Spicker, stecken den oben fest und dann legen wir das zur Dekoration schön auf den Teller. Der Spargel ist ein Saisongemüse. Die Ernte beginnt, wenn die Bodentemperatur bei ungefähr 16 Grad liegt, meist Anfang April. Behutsam wird das weiße Gold mit dem Stechmesser aus der Erde geholt und anschließend zur Weiterverarbeitung in der Sortieranlage entsprechend verladen. Neben dem Weißen gibt es beim Spargelhof Heimanns aber auch violetten und vor allem grünen Spargel. Der wächst im Gegensatz zum Weißen oberirdisch und wird nach ca. 20 cm Wachstum geschnitten. Der Spargel ist eine mehrjährige Kultur, der bleibt ca. 8 bis 10 Jahre stehen. Die Ernte beginnt je nach Witterung Anfang bis Ende April. Und warum wir am 24. Juni aufhören, ist einfach der Grund, dass der Spargel danach den Trieb auswachsen muss und über den Trieb dann Photosynthese bildet und das Chlorophyll in die Wurzel einlagert und somit dann fürs nächste Jahr Kraft sammelt, damit er auch im nächsten Jahr einen guten Ertrag liefern kann. Bevor aber der frisch gestochene oder geschnittene Spargel verzehrfertig verpackt und später lecker zubereitet auf unserem Teller liegt, durchläuft er in der Sortieranlage noch einige Stationen. Hier wird er zunächst auf dem Laufband nach diversen Güteklassen sortiert. Wir bauen hier die Grünspargelsorten Backlim und Zeolim an für den deutschen Markt. Die sind hellgrün und nicht dunkelgrün. Die wird sortiert in dick, mittel und dünn bei uns. Und für uns in Sortenkriterien ist sehr wichtig, dass wir unten nicht viel weiß dran haben, sondern grün, dann braucht der Kunde auch weniger zu schälen. Mit Spargel lassen sich viele köstliche Rezepte umsetzen. Grüner Spargel mit Schinken im Blätterteig ist das Lieblingsrezept von Birgit Heimanns. Auf einer Lage Blätterteig werden die Spargelstücke auf dem Schinken gleichmäßig verteilt, etwas mit geraspeltem Käse bestreut und mit Sauce Hollandaise verfeinert. Dann alles noch mit einer Lage Blätterteig abdecken und bei 200 Grad für 45 Minuten ab in den Ofen. Bei der Zubereitung von Spargel sollte man jedoch einiges beachten. Also bei dem Grünen der Hinweis, dass man den nur im unteren Drittel schält und dann ins kochende Wasser sowohl den Grünen wie auch den Weißen, aber bitte nie zusammen kochen. Und der Grüne braucht maximal 10 Minuten und der Weiße 15 bis 20 Minuten. Noch ein Tipp zum Schluss, um zu wissen, ob er gar ist, einfach mit der Gabel im unteren Drittel stecken. Wenn man durchkommt, ist er komplett gar. Der Löwenicher Spargel wird neben weiteren saisonalen Produkten in der Direktvermarktung im eigenen Hofladen von April bis Juni angeboten. Die Kunden schätzen die tägliche Frische und den Service. Ja, die Kunden erwartet von uns die Qualität und den Geschmack. Und die kaufen 90% kaufen die geschälte Spargel bei uns ein. Ne? Ganz selten eine welche kommt und wollte den so haben, um selber zu schälen. Ne? Auch kleine Geschenkartikel und die passenden Rezeptbücher für Spargelgerichte werden im Hofladen Heimanns angeboten. Und mein ganz persönlicher Tipp, der Spargel im Blätterteig. Einfach köstlich.